Einen schönen guten Morgen, liebe Medienvertreter und Vertreterinnen, zu unserer heutigen Pressekonferenz zum Thema eben fragwürdiger Sexualunterricht in unseren Schulen, Fragezeichen. Heute geben wir Antworten darauf. Vorab einige Informationen. Mein Kollege Sven Knoll lässt sich entschuldigen aus krankheitlichen Gründen. Zudem möchte ich sagen, wir stellen hier verschiedene Unterlagen zur Verfügung, unter anderem eben auch Auszüge eben von der Falter. Wir haben das Einverständnis von Falter bekommen, diese hier eben Ihnen auch zur Verfügung zu stellen. Es ist das Wasserzeichen enthalten von der Falter. Die Markierungen, die darauf zu sehen sind, stammen nicht von mir, wohlgemerkt, sondern es sind die Originaldokumente eben von Falter selbst. Und eben deren, also die Markierungen stammen nicht von mir, sondern die Unterlagen sind so, wie ich sie auch eben erhalten habe. Zudem möchte ich sagen, dass wir eben zwei Referenten, zwei Experten in Bezug auf Sexualunterricht bzw. Sexualpädagogik gewinnen konnten für diese Pressekonferenz, weil es doch um ein sehr sensibles Thema geht, aber auf der einen Seite, dass er jedes Kind in jeder Schule eigentlich betrifft. Sie sind unabhängig, sie haben auch nichts mit der Südtiroler Freiheit zu tun. Ich möchte das vorab eben auch ankündigen. Eben zur Verfügung haben sich eben gestellt Herr Dr. Michael Beintner, selbst eben Sexualpädagoge und Sexualberater, der im Inland und Ausland auch Referate zu diesen Themen abhält, und eben Herrn Hubert Fischer, selbst Sexualpädagoge, der was auch langjährige Erfahrung bereits hat, da er selbst viele Jahre schon an unseren Schulen tätig ist. Wie ist es zu dieser Anfrage, zu diesem Thema gekommen? In einem österreichischen Sender wurde eben ein Bericht darüber ausgestrahlt, dass eben in Österreich hier anscheinend fragwürdige Inhalte in einem Sexual- und Aufklärungsunterricht vorgebracht wurden. Besorgte Eltern haben sich hier an das Schulministerium, an das Schulamt gewandt, weil ihre Kinder eben verschreckt nach Hause gekommen sind, über bestimmte Inhalte eben verunsichert waren, und daraufhin ist dann eben auch im österreichischen Parlament sind verschiedene Anfragen eingereicht worden. Es wurde sogar eine Überprüfung eben von verschiedenen Organisationen gestartet, eben deren Inhalte in den Schulen eben im Unterricht angewandt werden. Und daraufhin haben verschiedene Eltern auch mich kontaktiert, ob dieser fragliche Verein, der in Österreich eben hier diese fraglichen Unterricht abhalten soll, ob der auch in Südtirol tätig ist, an unseren Schulen. Wie sieht es auch generell mit dem Sexual- und Aufklärungsunterricht in unseren Schulen aus in Südtirol? Wird das überhaupt überprüft? Und genau diese Fragen habe ich in einer Anfrage an den Landtag gerichtet, an die Landesregierung gerichtet. Daraufhin wurde ich massiv vom Verein Teenstar, der in Südtirol hier auch tätig ist an Schulen, wurde ich massiv eben auch kontaktiert und bedrängt, ich solle doch diese Anfrage zurückziehen, es gäbe hier nichts zu überprüfen, es gäbe keine fragwürdigen Inhalte, wenn ich Fragen hätte, dann könne ich mich auch direkt an Sie wenden. Daraufhin wurden wir auch massiv mit Telefonanrufen im Fraktionsbüro eben auch kontaktiert, und man wollte uns über deren Inhalte und Überzeugungen auch uns überzeugen, dass daran eigentlich nichts Fragliches ist und dass man auch gar nicht skeptisch sein sollte, worauf wir gesagt haben, wenn man nichts zu verbergen hat, braucht man sich auch vor keiner Überprüfung eigentlich fürchten, und wir haben die Anfrage nach wie vor im Landtag eingereicht gelassen zur Beantwortung, warum es darum gegangen ist, ob eben das Schulamt über den Verein Teenstar Bescheid weiß, in welchen Schulen Teenstar bereits in Südtirol Unterricht abgehalten hat und wie generell eben Sexual- und Aufklärungsunterricht in Südtirol überprüft und eben dann abgehalten wird. Ernüchternd die Antwort: Man hat keine Ahnung, man verfügt über keine derartigen Informationen. Im Grunde genommen war ich schockiert, wie wenig eigentlich hier Informationen der Landesrat und auch hier an Auskunft gegeben wird. Und interessiert es keinen, gerade dieses sensible Thema, wie man sieht in Österreich, hat es für große Schlagzeilen und Aufregung gesorgt, und bei uns hier
gibt man dem eigentlich überhaupt kein Gewicht. Daraufhin habe ich selbst eben dann Recherchen vorgenommen. Ich habe Kontakt aufgenommen zu den Sexualpädagogen hier in Südtirol, habe bei ihnen nachgefragt, habe bei verschiedenen Lehrpersonen nachgefragt, habe im Schulamt nachgefragt und habe eben auch Kontakt zum Bildungsministerium in Österreich Kontakt aufgenommen. Ich persönlich muss sagen, bis zum Schluss bin ich zu einem sehr guten Ergebnis gekommen, wo ich sehr positiv überrascht war über die Situation in Südtirol. Fakt ist, Teenstar ist in zwei Südtiroler Schulen, hat es einen Unterricht abgehalten. Daraufhin gab es weder positive noch negative Rückmeldungen in Südtirol. Eine Schule hat aber mittlerweile entschieden, nicht mehr Teenstar für den Sexualkundeunterricht in der Schule zu beauftragen, sondern greift eben auch auf, über das Schulamt auf die zugelassenen Sexualpädagogen zu. Jetzt möchte ich das Wort auf unseren Experten übergeben. Wir haben die Frage gestellt, eben, wie soll Sexual- und Aufklärungsunterricht eben in Südtirol ausschauen, was ist wichtig dabei, welche Werte sollen vermittelt werden, dürfen Werte überhaupt vermittelt werden. Und dazu eben möchte ich jetzt das Wort eben hier an die zwei Experten weitergeben, Herrn Dr. Michael Beintner und Herrn Hubert Fischer. Ich greife gerade die Frage auf von Ihnen, sollen Werte in der Sexualerziehung vermittelt werden? Ich denke, Werte ist ein sehr wichtiges Wort und ein wichtiger Bereich in der Sexualerziehung. Ich denke mir, Sexualität und Sexualerziehung ist nie wertfrei. Wir haben bestimmte Haltungen, bestimmte Werte, die wir in unserer täglichen sexualpädagogischen Arbeit vermitteln. Das sind vor allem mal, wie gehen wir miteinander um, dass wir auch tolerant sind gegenüber Menschen, die vielleicht nicht so denken wie wir, dass wir auch die Haltung übermitteln, so wie können Beziehungen gestaltet werden, dass wir auch die Haltung übermitteln, es gibt mehrere Entwürfe, Lebensentwürfe auch, es gibt heterosexuelle Beziehungen, es gibt gleichgeschlechtliche Beziehungen, es gibt auch unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, all das sind natürlich sehr große Werte, die wir natürlich in unserer sexualpädagogischen Arbeit vermitteln. Ich möchte nur zur Definition noch kurz was sagen, weil ganz oft heißt es ja Aufklärungsunterricht. Das Wort Aufklärung vermeide ich, weil es nicht das ist, was wir eigentlich machen. Aufklärung ist ja im Sinne immer körperliche Aufklärung gemeint und das ist nur ein Teil, auch nur oft ein kleiner Teil von unserer täglichen Arbeit, weil Sexualität ist ja nicht gleich Geschlechtsverkehr und das ist ja das, was viele meinen. Das meinen auch, das erklären wir auch den Kindern und den Jugendlichen, dass es da einen Unterschied gibt. Und eben das Sexual, deswegen reden wir von Sexualpädagogik, von Sexualerziehung, weil es geht um den ganzheitlichen Menschen, um wie gehen Menschen miteinander um, wie können Menschen auch miteinander streiten, Konflikte lösen. Es ist teilweise auch Sozialerziehung, nicht nur Sexualerziehung, ist auch Teil einer Sozialerziehung. Wir haben Gefühle, wie gehen wir mit Gefühlen um, welche Gefühle gibt es, wie äußere Gefühle. Und natürlich auch geht es darum, was heißt Pubertät, wie entwickelt sich Pubertät, was entwickelt sich körperlich, wie natürlich auch Geschlechtsorgane, wie findet Befruchtung statt, wie geht Geschlechtsverkehr, all das natürlich immer altersgerecht, das ist uns auch sehr wichtig. Jetzt lasse ich dich. Ja, schönen guten Morgen auch meinerseits. Ich finde es toll, dass so ein Thema vielleicht auch eine so, sage ich mit eine politische Dimension hat. Das heißt auch, wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Das Thema bekommt Öffentlichkeit. Und das Thema Sexualität, denke ich, ist auch wertvoll und soll auch eine Öffentlichkeit bekommen. Das heißt, wir sollen auch lernen, darüber zu reden, wir sollen lernen, darüber zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist auch wichtig, dass wir auch schauen, was passiert auch in unseren Schulen. Und ich finde es total positiv, wenn jetzt auch herauskommt, dass wir einen guten Sexualunterricht haben, dass wir gut die Kinder auch begleiten. Und wie schon gesagt, wir sind in einem Pool vom Schulamt. Das Schulamt weiß ganz genau, welche Sexualpädagogen und Pädagoginnen tätig sind. Und das, glaube ich, ist schon eine gute Voraussetzung, dass auch gute Sexualpädagogik in den Schulen angeboten wird. Das heißt, es gibt eine gute Vorbereitung, die Eltern zu informieren, glaube ich, ist total wichtig. Die Eltern sind auch unsicher, die Eltern sind auch besorgt und das ist auch ihr gutes Recht.
Und die Eltern sind dann die ersten Erziehungspersonen für ihre Kinder. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Meistens sind auch die Eltern ganz beruhigt, wenn sie sehen, was für Inhalte, was für Methoden wir mit den Kindern umsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Voraussetzung. Und auf der anderen Seite finde ich einfach Sexualpädagogik, Sexualerziehung in der Schule so wertvoll wie nie, vielleicht heute, vor allem in der heutigen Zeit, denke ich. Wenn wir vielleicht als Eltern immer meinen, oder wir meinen vielleicht die Kinder genau zu kennen, aber genau in der heutigen Zeit, denke ich, mit den ganzen neuen Medien ist es umso wertvoller, Kinder zu einem verständnisvollen Umgang, zu einer positiven Sexualität, Identitätsfindung auch zu führen. Und ich denke, diese Möglichkeit haben wir. Und auf der anderen Seite, wir Sexualpädagogen übernehmen nur einen Teil. Wir sind 6 bis 8 Stunden in der Schule und können wirklich nicht den ganzen Bereich dieser Erziehung abdecken. Und deswegen glaube ich, ich sehe mich eher als Begleiter in dieser Zeit, wo Kinder einfach erwachsen werden, hier dann Schulen, den Lehrpersonen zu helfen, den Kindern vor allem, aber auch den Eltern. Wenn Eltern dann später sagen, ja, das war ganz toll, mir ist es dann leichter gefallen, mit meinen Kindern darüber zu reden. Ich denke, wenn das das Ziel ist und wenn wir das erreichen, dann haben wir schon viel erreicht. Und einfach Kinder wirklich in ihrer Art und Weise so ernst nehmen. Kinder haben Fragen. Eltern ab und zu würden gern wissen, was Kinder alles fragen. Und ich denke, es ist total wichtig, dass wir den Kindern Antworten geben. Und wenn Kinder Fragen haben, sie nicht hier stehen lassen. Und die Kinder haben in der heutigen Zeit vielleicht noch mehr Fragen, weil sie noch mehr vielleicht überfordert werden von den ganzen Einflüssen, was auch zum Thema Sexualität auf sie hereinprasselt. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass wir ihnen diese Antworten auch geben. Und mir ist das passiert, dass über 90% auch der Eltern, der Kinder, der Lehrpersonen immer überzeugt sind oder überzeugt waren, dass das ein tolles und positives Projekt ist. Dankeschön. Antworten habe ich auch beim Schulamt erhalten, eben, wo ich dann direkt nachgefragt habe, ob TeenStar dann auch in Südtirol Schulen eben tätig ist. Gehört TeenStar auch zu diesem Referentenpool? Der Referentenpool ist ein Verzeichnis von externen Organisationen, Vereinen, eben Referenten, die dann eben in den Schulen referieren dürfen. Diese Vereine, Organisationen, Personen eben müssen im Schulamt ihre Unterlagen hinterlegen, werden sogar zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Es wird alles genau überprüft und hinterfragt, was hier im Unterricht eben eingebracht wird. Auch gewisse Standards der Ausbildung muss erfüllt sein. Auch dies muss eingehalten werden, dass eben auch die Ausbildung eine Rolle spielt, was ja eben beispielsweise bei Sexualpädagogen eine 2-jährige Ausbildung eigentlich ausmacht und danach auch noch folgend eigentlich zwingend, bindend auch noch Weiterbildungskurse, wenn man in diesem Referentenpool bleiben möchte. Deshalb ist hier eben dann auch die Frage aufgetaucht, ob sich auch TeenStar in diesem Referentenpool befindet. Und ich erhielt die Antwort, sie haben sich zwar bereits mehrmals beworben, aber sie wurden nicht in diesen Referentenpool aufgenommen. Natürlich gibt es noch ein Risiko sozusagen. Die Schulen können auch autonom, extern sozusagen, Referenten für bestimmte Projekte in die Schulen berufen. Da hat dann das Schulamt keine Kontrolle darüber. Da ist es dann eben sozusagen die Verantwortung der einzelnen Schule, die diese Referenten beauftragt, was für Inhalte dort dann gelehrt werden. Da ist es dann die Verantwortung der Schule. Aber all jenes, was in diesem Referentenpool eben angeboten wird, über was sich die Schulen über das Schulamt sozusagen hier in die Schulen eben holen, wie ist überprüft und kann man Vertrauen haben? Wir haben gesehen, viele Eltern sind beunruhigt gewesen, zahlreiche Eltern haben sich eben an uns gewandt, eben mit der Frage, wie sieht es bei uns aus? Sie sind besorgt, auch hier wurde heute bestätigt eben in einem persönlichen Gespräch, im Informationsabend,
haben Eltern Fragen, man macht sich Gedanken über diesen sensiblen Bereich, wie wird hier unterrichtet, welche Personen werden hier überhaupt auf unsere Kinder losgelassen, die ihnen diese Informationen geben. Deshalb ist Information hier sehr, sehr wichtig, deshalb auch jetzt heute unsere Pressekonferenz hier, um den Eltern eben auch hier Antworten zu geben, wie es in unseren Schulen in Südtirol ausschaut. Muss man eben Sorge haben oder ist es ausreichend überprüft und eben auch, wie breit, wie viel unterrichten eben fragliche Vereine in unseren Schulen, wie leicht ist der Zugang für diese, aber wir können wirklich in Bezug auf das Schulamt Vertrauen haben, dass hier sehr wohl überprüft wird und dass man eben dann auch ganz genau hinschaut und dass wirklich eine sehr lange, eben wie gesagt zweijährige Ausbildung eben hier erfolgen muss, damit man überhaupt diese Ausbildung zum Sexualpädagogen hat. Anders als eben bei in manchen Vereinen, wie es, wo es beispielsweise in zwei Wochenenden in einigen Stunden absolviert wird. Das ist das Gegenstück beispielsweise, wo man sagt, ja wie und auch diese können sich dann Sexualpädagogen nennen. Da können dann schon wirklich Zweifel entstehen. Und eben, dass man wirklich sagt, wie weit dürfen jetzt in dem Sinne Werte mit einfließen, wo man sagt, ich gebe den Kindern ein fundiertes, wissenschaftliches und neutrales Wissen mit auf den Weg und die Werte können sie dann eigentlich persönlich individuell entwickeln. Wenn noch Fragen sind oder auch Einzelinterviews, gerne mit den Experten, mit uns. Entsetzt bin ich nach wie vor über die Antwort der Landesregierung, dass man hier über keine Informationen verfügt, was mich traurig stimmt eben, aber ich habe mir die Informationen dann selbst geholt und die Antworten haben wir heute den Eltern auf diese Art und Weise dann ausgehändigt. Danke für Ihr Kommen und bereits im Voraus vielen Dank für eine tolle und ausgewogene Berichterstattung.